Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Wir haben vor 2 Jahren in kleinen esoterischen Zirkeln geglaubt, wir haben den Weltgeist für uns gemietet. Heute sind es Tausende, eine Minorität in der Tat. Aber der Prozess der Veränderung geht über diesen Weg des, wie ich es mal genannt habe, des langen Marsches durch die bestehenden Institutionen, in denen durch Aufklärung, systematische Aufklärung und direkten Aktionen Bewusstwerdung bei weiteren Minderheiten in und außerhalb der Universität, in Schulen, Berufsschulen, auch in Ingenieurschulen, in technischen Universitäten und schließlich in Betrieben, gerade wo Arbeiter um ihre Arbeitsplätze bangen. Dieser Prozess hat begonnen und das ist eine langfristige Geschichte, die jetzt gerade erst von uns in Gang gesetzt wurde, aber schon darauf hindeutet, dass wir nicht allein bleiben, wenn wir allerdings unseren angefangenen Weg beenden und an der Universität scheitern. Dann ist es sicher, dass der Weg in der Gesellschaft verbaut ist. Und ein letztes, die Frage von Konterrevolution und Revolution. Der Begriff der Revolution ist heute auch nur noch international zu begreifen. Es wird keine deutsche Revolution geben. Es wird aber einen weltweiten Prozess der Emanzipation in einem langen Sinne geben. Völker kämpfen schon. Ja, ich habe mich etwas gewundert, dass Herr Dutschke so großen Wert darauf legt, dass er als subversives Element verleumdet wird. Ich hatte gehofft, er empfindet sich als ein subversives Element. Ich will damit nicht sagen, dass wir uns alle als solche empfinden sollten. Vielleicht sollten wir das, aber die Revolution ist doch eine Sache, die im Äußersten, ein äußerstes Mittel aus einer, man darf sagen, aus einer äußersten Not heraus und eine Spielerei, wie sie im Moment öfter erscheint, kann sie natürlich nicht sein. Wenn es Revolutionäre gibt ohne eine Situation, in der sie gemacht werden kann, dann werden die leicht zu komischen Figuren. Meine eigene These ist, dass wir zwar einige Revolutionäre unter uns haben, und ich bin froh darüber, aber eine revolutionäre Situation beschreibt die gegenwärtige Lage der Bundesrepublik nicht. Das heißt also, ich würde Herrn Dutschkes Frage, wo sind die Bedingungen der Reform, gleich konkret beantworten wollen, damit, dass ich sage, es gibt Bedingungen für mögliche Reformen heute. Um eines allerdings muss ich für die Zwecke der Diskussion Herrn Dutschke bitten. Wenn Sie sagen, es ist ein langer, langer Weg, und wenn Sie hinweisen auf die Jahrzehnte, die das dauern kann, dann machen Sie Ihre Auffassung unangreifbar. Was soll jemand dazu noch sagen? Das ist also schlicht eine Theorie, die man in die Welt setzen kann, aber die man nicht mehr diskutieren kann. Das heißt also, wenn Sie einfach... Es kann keine Studentenrevolution geben. An das, was Revolution heißen könnte, könnte nur heißen, eine Mehrheit dieser bestehenden Bevölkerung ist bewusst geworden in einem langen Prozess von Aufklärung und Aktion und akzeptiert die bestehenden Institutionen nicht mehr. Erst dann ist Revolution möglich. Wir haben begonnen, stehen vielleicht am Ende der vorrevolutionären Phase, haben aber absolut noch keine Möglichkeit, als Studenten Revolution zu machen. Das wäre nichts anderes als eine Reproduktion der Elitetheorie, dass wir als Studenten das dem Volk sagen könnten, was los ist. Ich fühle mich nicht als Elite. Ich bin einer von denen, die die Chance haben, zu studieren, einiges zu erkennen und habe die Aufgabe und Pflicht, und das ist der Wissenschaftsbegriff, der dahinter steht, über den muss noch geredet werden, Wissenschaft als Moment der Selbstbefreiung des Menschen von unbegriffenen Mächten. Das heißt Aufklärung aus dem wissenschaftlichen Studium heraus. Und als Wissenschaftler haben wir die Aufgabe, diesen Prozess der Selbstbefreiung des Menschen von den unbegriffenen Mächten zu forcieren und uns nicht zu Objekten anderer Mächte der Gesellschaft zu machen. Dies hier sind eschatologische Vorstellungen. Man will eine neue Gesellschaft schaffen, nur durch den revolutionären Willen von meinetwegen noch so beachtlichen Einzelnen. Und Herr Dutschke ist ein beachtlicher Einzelner. Aber diese neue Gesellschaft zu schaffen, den neuen Menschen zu schaffen, für die Versöhnung von Mensch und Natur tätig zu werden, darunter können wir uns nichts vorstellen. Und damit dürfen Sie uns auch nicht traktieren.
Es gilt erstmal, ein Bewusstsein des Missstandes zu schaffen. Jetzt nicht gleich zu fragen, gib doch die Antwort. Ein Dutschke will keine Antwort geben. Das wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin. Denn was soll es bedeuten, als Einzelner Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt? Die muss durchbrochen werden. Dann können Antworten gegeben werden.